Das ist die Amadeo-Antonio-Stiftung und die erklärt uns heute, woran man Nazis erkennt. Wirft man nämlich einen Blick in die Medien, bekommt man manchmal das Gefühl, dass aktuell mehr Nazis existieren als im Dritten Reich. Aber woran erkennt man denn jetzt einen Nazi? Hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, dass Nazis gerne in rechten Winkeln herumlungern, wo sie ihr Leben mit Nazi-Pan versüßen. Weil ich aber nur schlechte und unqualifizierte Wortwitze reiße, schauen wir mal lieber, was eine Stiftung, die unter anderem von unseren Steuergeldern finanziert wird, dazu zu sagen hat. Kleiner Spoiler, heute scheint so gut wie alles rechtsradikal zu sein. Außer Autos anzünden natürlich. Laut ihrer Broschüre erkennt man rechtsextreme Familien daran, dass die Mädchen gerne Zöpfe tragen und zu mehr Handarbeit angeleitet werden. Solltet ihr also nach einem Date zu ihr nach Hause gehen und sie Handarbeit vorschlägt? Okay, lassen wir das. Zudem geht aus der Broschüre hervor, dass rechtsextreme Kinder gerne 1,5 Kilometer weit marschieren müssen. Ein langer Schulweg kann also durchaus rechtsradikal sein. Laut der Amadeo-Antonio-Stiftung müssen Erzieher in Kindergärten auf solche Details achten, um ein rechtes Elternhaus ausfindig zu machen. Stasi-Style confirmed. Annetta Kahane gefällt das. Oh Moment, da war ja auch was. Die Amadeo-Antonio-Stiftung dagegen sieht sich missverstanden und glaubt, dass rechte Alternativmedien sie mit Missinterpretationen pausenlos tyrannisieren und drangsalieren würden. Dumm nur, dass die Autorin der Broschüre, Frau Radwan, schon in diversen anderen Zeitschriften Zöpfe und Kleider in einen rechten Winkel verbannt hat. Greta Thunberg Etzeler angespannt. Dieses Mädel sieht übrigens aus wie 11 oder 12, ist aber stabile 16 Jahre alt. Jungen dagegen werden laut der Amadeo-Antonio-Stiftung körperlich gedrillt. Ob der Sportunterricht an deutschen Schulen jetzt rechtsradikal ist, vermag ich an dieser Stelle nicht zu sagen. Liest man sich diese Broschüre durch, dann scheint sie in erster Linie sehr erheiternd zu sein, weil diese Beispiele einfach original jedes Klischee bedienen und zeigen, dass die guten Autorinnen davon die letzten Jahre entweder unter einem Stein verbracht haben oder komplett weltfremd hinterm Mond leben. Bedenkt man aber, dass diese Stiftung unter anderem von unseren Steuergeldern durchgefüttert wird, könnte man quer durch die Welt rotieren.